Es geht ja heute um die Magic Moments, um emotionale Geschichten aus dem Leben unserer Prominenten. Aber es geht natürlich auch darum, möglichst viele Jurypunkte zu ergattern. Und wie das unseren ersten vier Paaren geglückt ist, schauen wir uns gemeinsam an. Momentan auf dem ersten Platz, weit vorne weg, Caroline und Danilo mit 28 Punkten. Dann kommen auf dem zweiten Platz Nina und Stefan, auf dem dritten Faris und Kathi. Ja, und auf dem vierten Bernhard und Wesseler mit 20 Punkten. Aber es kommen ja noch drei Paare und es ist ja auch nur die Wertung der Jury. Und weil wir gerade von der Jury sprechen, ihr drei habt natürlich bei Dancing Stars auch viele Magic Moments erlebt und wir mit euch. Und ich finde, ich möchte das den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht vorenthalten. Wir haben uns Gedanken gemacht. Maria, bei dir gibt es ja en masse Magic Moments. Ja? Zum einen hast du deinen Partner und Papa von deinem Kind bei uns kennengelernt. Nur, mir ist ein anderer Moment, weil ihr habt es relativ unter Verschluss gehalten damals. Es wurde gemunkelt aber und so. Aber du wolltest es ja rauskitzeln. Ich wollte es rauskitzeln, bald, ja. Ich hab Lunte gerochen, aber du hast nichts verraten. Aber du hast was anderes sehr lautstark verraten. Und zwar gab es einen schönen Magic Moment bei dir, bei Dancing Stars. Und zwar, als du mit Martin Verdini diese Show gewonnen hast. Ein ganz ein leiser Moment. Schauen wir uns das nochmal an, das war was ganz Intimes. Martin und Maria! Martin Verdini hat immer noch ein Surren im Ohr. Ja, schöner Moment, oder? Ja, ich finde auch sehr leise, oder? Ja, ein stiller Moment, so soll es sein. Aber man muss dazu sagen, dass einfach, wenn man auf der Fläche steht und es ist die letzte Entscheidung unter den letzten zwei Paaren und ich habe es sozusagen zwei Staffeln zuvor mit Marco gemeinsam erlebt und da sind wir damals Zweiter geworden und der Moment, wenn du dann unten stehst und du weißt, jetzt geht es um alles. Und wenn du dann deinen Namen hörst und den Namen deines Promis, also in dem Fall liebe Grüße, lieber Martin Verdini, dann ist es sowas Magisches. Es ist wirklich magisch. Also Dancing Stars zu gewinnen ist eine große Ehre und ein Magic Moment. Ja, es war auf jeden Fall schön für uns mitzuerleben. Bei Carina gibt es auch so viele und ich habe überlegt und ich finde, es ist jedes Mal ein Magic Moment, wenn du aufs Parkett kommst. Und das hast du ein paar Mal gemacht, zum Beispiel, als du mit Michael Schottenberg getanzt hast. Das war ein schöner Moment. Ja. 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 Da schaut der Bollasch ganz neidig, aber keine Sorge, ich habe auch nachgedacht, was fällt mir ein, Bollasch und Magie, und ich habe lange gedacht. Lange habe ich nachgedacht. Ey. So lange. Aber mir ist dann doch noch eine Sache eingefallen. Ich weiß, du hast diese Show auch gewonnen. Ich weiß das mit der Astrid Württemberger. Nur ich habe dann überlegt, dass ich persönlich finde, dass die gesamte Staffel 4 ein ganz langer Magic Moment war mit dir und deiner Partnerin. Da schauen wir mal rein. Ich danke euch. Oh mein Gott. Er fiel so schnell. Die Frisur. Ja, ich wusste dann. Ja, ich war mir da nicht ganz sicher. She's a Lady, über wen singen Sie da? Janine oder Bollasch? Auch dein Friseur hat einen Magic Moment. ich möchte nochmal unterstreichen, es war nicht nur der Tanz, der euch verbunden hat. Es ging auch privat. Ich glaube, da ging was. Und auch dafür haben wir Beweise. Aber er ist schon eine sehr große Stütze. Und heute war er sehr lieb zu mir. Das sind ja ganz neue Töne. Ja. Ich habe ihm gesagt, wie schön er ist. Ich hätte das schon viel früher sagen sollen.
Also das merken wir uns, ja. Wenn man ihm sagt, wie schön er ist, dann gibt es vielleicht heute nicht ganz so kritische Kommentare mehr. Wir wissen es ja nicht ganz genau, weil heute ist er irgendwie ist er grantig heute. Ich weiß nicht, was los ist. Norbert, wer tanzt denn als nächstes? Unseren nächsten Special Magic Moment hier. Du, ich würde mir wünschen, es geht ewig weiter hier. Großartig.